Yomi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal ein etwas anderes Video, nämlich ein kleiner Erfahrungsbericht, der noch nicht stattgefunden hat. Wir haben vielleicht die einen oder anderen von euch schon mitbekommen. Auf TikTok hatte ich, glaube ich, so einen Haul gemacht von der Equitana, wo wir waren. Das ist ja schon wieder länger her. Jedenfalls haben wir da dieses Produkt mitgenommen. Kani Horse. Ich bin super gespannt, weil wir werden es heute mal das erste Mal ausprobieren. Auch wenn man es eigentlich über einen längeren Zeitraum, glaube ich, anfangen soll. Naja, heute ist nämlich der 31. Dezember. Das bedeutet, heute Nacht wird es hoffentlich wenig knallen, aber ich denke, es wird passieren. Und unser Apple, der Duke da vorne, der ist leider danach immer völlig fertig. Also komplett fertig. Am nächsten Tag weiß der nicht mal mehr, wie er heißt. So könnte man es, glaube ich, am besten irgendwie erklären. Der kommt überhaupt nicht mehr klar. Der steht total gestresst in der Box und es dauert meistens ein paar Tage, bis er sich wieder erholt hat. Und deswegen versuchen wir es einfach mal. Wir schmeißen heute mal ein bisschen das Futter da rein. Wäre natürlich jetzt auch sinnvoller, wäre es ein bisschen später. Wir haben es noch relativ früh. Wir haben es, glaube ich, kurz vor 2. Es sind natürlich ein paar Stunden bis dahin. Ich weiß nicht, wie dann so die Wirkung ist, aber wir probieren es einfach mal und gucken mal. Schlimmer als wenn wir nichts machen, kann es ja nicht sein. Von daher, ich bin gespannt und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Vor allen Dingen morgen durch den Tag, wie die Jugend dann tatsächlich drauf ist und mit unserer Erfahrung im Vergleich zu den letzten Jahren, ob es besser, schlechter, gleich ist. Und vielleicht haben wir einfach Glück und es wird. Wir schauen mal. Ich bin super gespannt. Und dann sehen wir uns gleich beim Füttern wieder. Tschüss! Okay, es ist soweit. Wir werden jetzt füttern. Herr Süßi. Also die erste Herausforderung ist auf jeden Fall, die Tüte aufzukriegen. Da ist auch so ein Verschluss drin, ne? Aber, Duke. Hä? Ist das wieder verschließbar? Mhm. Bist du sicher? Ja. Oder ist das einfach geklebt? Könnte wieder verschließbar sein, aber... Also ich habe die Montagspackung erwischt. Komm, ich bin's leid, wir machen das jetzt auf. Was ist nicht mit euch denn? Ja, 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 hier. Ich glaube, wir haben es wirklich durch Hitze kaputt gemacht, weil die Verschlüsse, die... Also die Pferde mögen den Geruch sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hier möchtest du erstmal schon mal zwei probieren. Geschmacklich. Auf jeden Fall abgenommen. Joey ist ein absoluter Schnöggel, der mag eigentlich nicht viel. So, wir haben jetzt vorhin gerechnet. 5. Du kriegst gehäufte. Wie ist denn hier von jetzt gehäuft? Ja, mit dem Haufen drauf. Ja, aber das sind ja Pellets. Weiß ich doch nicht. Oh. Jenny, ich sehe nichts mehr. Wir sehen nichts. Ich mache jetzt einfach mal Pi mal Auge, was ich glaube. Wir sehen nichts. Was 5 sein würden, ja? Ja. Jetzt sag mir nicht, du magst das nicht. Das wäre ja jetzt blöde, ne? Aber nee, okay, man hat es vorsichtig erstmal probiert, man ist noch nicht sicher. Boah, die riechen aber auch intensiv. Die riechen richtig gut. Sag mal, darf ich mal riechen? Ja, klar. Doch nicht meine Hand essen. Hier. Oh, das riecht. Alter, es schmeckt intensiv. Boah. Ich versuche gerade den Geschmack zu beschreiben. Sehr kräuterig, ne? Ganz hart, also hochdosiert kräuterig. So ein kleines bisschen bitter. Durch die Kräuter, denke ich mal. Also, es schmeckt gut. Wie viel hat er jetzt? Aber ich kann verstehen, dass er erst probiert hat. Ich glaube, das waren 3. Ich kann verstehen, dass Duke erstmal eben den Geschmack hat ankommen lassen. Schwierig. Ja, geht aber. Also für Pferdefutter schmeckt es schon sehr gut, so muss man schon sagen. Ja, du hast auch noch einen. Dann hast du eine einfache Dosis einfach so bekommen, weil Silvester heute Nacht ist. Ich glaube, jetzt haben wir es aber auch. So, Duke. Hä, das Band ist erst 4. Nee, das müsste der 5. gewesen sein. Hier, du kannst es noch abschlecken. Also geschmacklich on point, wirklich. Also die Pferde sind total wild danach. Ja, es ist cool. Ist richtig gut.
Okay, ihr Grabschnasen, das reicht. Futter ist drin. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt? Vielleicht mal eben zum Abgleich? Keine Ahnung. Warte. 15 Uhr. Okay, das heißt, jetzt haben wir 15 Uhr, das Futter ist drin. Ja gut, bis 12 Uhr dauert halt noch lange. Ne? Aber wir gucken mal. Morgen früh schmeißen wir das auch direkt auf jeden Fall rein. Und dann gucken wir mal, wie Duke morgen drauf ist. Gut. Schauen wir mal. Und demnach würde ich sagen, sehen wir uns für euch in ein paar Sekunden und für uns morgen. Hallo. Hallo, willkommen zurück. Nächster Tag quasi. Ja, nächster Tag, nächster Mittag. Ja, wir müssen so mittags rum haben, keine Ahnung, wie viel Uhr, wir haben zwei. Irgendwie sowas. Naja, wir waren jetzt, wie ihr gerade seht, noch nicht bei Duke. Das heißt, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die letzten Jahre war es so, dass der teilweise nicht mal aus der Box mit rausging, sich da schon losgerissen hat. Hoch zum Anbinder zu gehen, Katastrophe. Oben stehen zu bleiben, Katastrophe. Arbeit, gar nicht dran zu denken. Und ja, schauen wir mal. Mal gucken, wie es heute ist. Da sind die Tinker. Tinker! Okay. Bisher sieht es doch erstmal gut aus. Oh nein. Ich glaube, da hat jemand nicht ganz so viel geschlafen heute Nacht, kann das sein? Hoppala. Ja, ich werde auf jeden Fall Joe mal eben nach Verletzungen untersuchen, weil wir haben das halt schon mal, dass Duke dann halt ja so durchdreht und Joe sich dabei halt irgendwie mal so ein Hampel am Bein zuzieht oder sowas. Aber ja gut, dann kann ich ja direkt erstmal zu Joey klettern. Wir haben die Box verlassen. Schon mal ganz gut. Ich meine, ich freue mich ja auch generell, dass dieses Jahr eigentlich nicht so viel los war, silvestertechnisch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es hier war, aber ich glaube, die Kombi bisher macht einen sehr guten Eindruck aus dem Futter und dass weniger los war. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie Duke drauf ist. Weil wir eigentlich schon davon ausgegangen sind, dass wir eigentlich direkt hier mit Hengstkette und allem Schnickschnack losziehen könnten, weil es sonst alles wie immer ist. Und bisher ist es das beste Neujahr überhaupt mit Duke. Ne? Aber wir waren auch noch nicht von Joey weg. Ja, versuchen wir das doch. Jo, los geht's. Jo. Was ist da los? Bei ihm? Ja. Ey, ihr hättet das wirklich die letzten Jahre sehen müssen. Das war jedes Mal... Der hat sich in der Box schon losgerissen. Den hat man nicht aus der Box rausgekriegt. Hier reinzukommen war schon Katastrophe. Und bis jetzt, ohne Witz, würde ich mich theoretisch draufsetzen und hochreiten. Natürlich mache ich das jetzt nicht, weil Safety First, aber gucken wir mal, wie es jetzt in der Arbeit ist. Ich bin ein bisschen perplex und freue mir gerade einen Keks, weil es kann ja nicht sein, dass hier gar nichts stattgefunden hat an Raketen und sowas. Und wie gesagt, die letzten Jahre war eine Woche teilweise Drama mit Duke. Also der war völlig, der stand neben sich, der stand zitternd in der Box. Und das über Tage, also das war wirklich heftig. Ich bin bisher sehr begeistert von dem Futter. Das wird definitiv bei uns häufiger Einsatz finden. Ich bin total gespannt, wie uns das auch so durch den Frühling bringt, weil da ist ja wieder so eine schwierige Zeit mit Duke. Und eigentlich habe ich es dafür auch gekauft und habe dann aber festgestellt, ey, Silvester. Also wenn wir es da nicht am besten ausprobieren können, dann weiß ich auch nicht. Ich putze jetzt noch mal ein bisschen drüber und dann geht's in die Bodenarbeit. Cool. Los geht es. Mein tiefenentspanntes Ponylein und ich. Ich mache ihn jetzt direkt erstmal los. Wir starten heute ganz entspannt, weil die letzten Jahre gab es quasi immer erst schon mal eine riesige Diskussion und zwar die... Hallo Duke, ich bin hier und es wäre ganz cool, wenn du dich nicht alle zwei Sekunden losreißt. Ist das hier losreißen? Dementsprechend gibt es die Diskussion dieses Jahr das erste Mal nicht. Ich bin wirklich, also krass. Hat er sich gerade losgerissen? Ist das losreißen? Nein, das ist nicht losreißen. Das ist jetzt hinlegen, weil er Bubu machen möchte? Er ist so süß. Er möchte sich wälzen. Aber wie niedlich aus. So guck mal, er wälzt, ne? Ja. Habe ich den schon mal liegen sehen? Oh, Alter, der schmeißt aber auch mit Sand. Hallo, mein Schätzlein. Ich habe den noch nie liegen sehen. Echt nicht? Nee. Aber das besser kennt FC jetzt gar nicht sein können. Ne? Er legt sich sofort hin. Er fühlt sich offensichtlich relativ wohl. Ja, er ist also in der Box war er schon ein bisschen aufgeregter als an einem normalen Tag, wenn man in die Box kommt. Aber es ist ja wirklich... Er möchte konsequent auch einfach vor dir stehen. Ja, weil ich hier die Schmecks habe.
Dann halt die Schmeckst du mal in der anderen Hand, dass er ein bisschen auf Distanz bleibt, Jenny. Ja, das kann ich machen. So kameratechnisch wäre das schon besser. Aber wie süß, dass er sich auch direkt vor unsere Füße legt, ne? Ja. So ein Süßi. Ich probiere mal einfach, ihn hinzulegen. Mal gucken, ob es klappt. Er kann das nicht auf Kommando. Wir haben das mal angefangen zu üben, aber er kann das halt noch nicht. Und wir waren mal schon auf einem guten Wege und dann habe ich einfach aufgehört, das mit ihm zu üben. Du, komm mal mit. Was war? Ich weiß nicht, ich habe da eine Katze hergelaufen, was man noch hat. Nee, ich sehe und höre nichts, also wahrscheinlich einfach nur ein Neujahrsgespenst. Aber er hat schön auf mich aufgepasst, so soll es doch sein. Okay, wir machen mit der Maus weiter. Hinlegen hat natürlich nicht geklappt. Aber wir haben heute mal was für die mitgenommen. Eigentlich nur, weil er gerade so die Gerte einfach im Mund hatte. Und wir so dachten, ey, cool. Haben wir hier einfach mal das Quickie. Aber ist auch so typisch Duke, ne? Jetzt ist er los. Jetzt wird ihm nicht mehr geholfen bei bei Fragen, die man stellt. Er ist nicht mehr so an die Hand genommen und schon ist er in einem ganz anderen Aufregungszustand wieder. Magst du die mal haben? Nur Gärten? Vielleicht sollten wir ihm nicht Dinge beibringen zu nehmen. Warum? Weil er der einzige unserer Pferde ist, den ich an einem rumnöhle? Ja, das ist mega entspannt. Ja! Oh, fein! Guck mal, wie vorsichtig er das jeweils ablegt. Ja. Nö. Nö. Das mag er nicht. Also wie ihr seht, Duke kann auf jeden Fall noch nicht Dinge apportieren. Und letztens hatte jemand in den Kommentaren gefragt, ob wir da nicht ein Tutorial zu machen könnten. Und nutzen wir doch gerade mal die Chance, ey, wenn ihr Bock da drauf habt und wir Duke das beibringen in einer Videoreihe, weil ich denke mal, Duke ist nicht so das Pferd, der so von sich aus sehr verspielt ist. Da wird das ein bisschen länger dauern als bei den anderen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Und liken und abonnieren nicht vergessen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ich muss auch anfangen, das so mittendrin zu machen. Alle anderen tun das immer und ich... Das sieht auch schön aus. Ja, ne? Ja. Stecken wir einfach ein Leckerchen in die Öffnung, wenn da... das Spielzeug nicht drin bleiben möchte. Ja, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Bodenarbeit mit Duke. Gut. Dann können wir die Tage mal generell ein bisschen Zirkustricks mit Duke machen. Der kann halt keine. Gut. Aber die wenigen, die er kann. Kann ich die Maus? Ah, ich habe einen Stein im Schuh! Au! Boah, das tat aber auch weh. Hast du das gehört? Hab ich gehört. Der marschiert wieder mit dem Quickie hier rum. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Ja, komm mal ganz schnell damit. Ja, komm mal her. Komm mal her. Jori, komm. Komm mal hier hin. Ja? Hast du noch was gemacht? Seit wann machst du das denn? Nips? Nips? Fein. Bring's her. Bring's her. Prima. Und bitte jetzt liegen lassen. Bevor das nie wieder auftaucht. Also, frech ist sie. Ist echt kein Vergleich zum letzten Jahr, ne? Nee, gar nicht. Warte, ich habe im letzten Jahr einen TikTok gemacht. Ich suche das raus, dann können wir das nämlich hier einblenden. Mhm. Guten Morgen! Na, ein bisschen aufgeregt sind wir da in der Ecke, ne? Da ist der Strom etwas lauter am Knacken.
Aber genau die Situation brauchen wir jetzt an diesem Tag quasi, dass Duke irgendwas total blöd findet und man ihn da korrigiert, weil das gibt ihm Sicherheit. Er braucht immer jemanden, der wirklich ganz klar sagt so, ey, hier ist die Grenze, da hältst du dich dran. Und dann sagt er, oh, ich muss das nicht selber wissen, das ist super. Fein. Genau, dann kommt er sofort wieder mit dem Kopf ein bisschen runter, schaltet einmal wieder ein bisschen ab, dass er halt einfach merkt, egal was drumherum passiert, kommt er zu mir und achtet darauf, was ich sage, dann kann ihm gar nichts passieren, weil ich die Situation im Blick habe und er sich da überhaupt nicht drum kümmern muss. Jetzt kommt die Seite wieder. Genau. Die Nase hätte ich gerne bei mir. So. Genau. Das heißt für uns, wir machen jetzt einfach so ein bisschen Bodenarbeit mit ihm, bis er wirklich hier ein bisschen runterfährt. Der Kopf unten bleibt, er nicht mehr dieses, was ist eigentlich da, was ist hier, sondern ihn da einfach einmal wieder so ein bisschen auf den Grund der Tatsachen zurückholen, dass hier wirklich nichts Schlimmes ist, er in einer sicheren Umgebung ist. Ich glaube, dann hat Jux auch schon geschafft, ne? Dann gibt's noch mal ein bisschen von dem Futter. Ja. So gefällt er mir jetzt auch schon wieder richtig gut. Ich meine, er hat mir jetzt heute die ganze Zeit gut gefallen, so ist ja nicht. Das ist ja wirklich gar kein Vergleich, oder? Naja, also er ist total ruhig und entspannt und... Er ist einfach wie jeden anderen Tag. Fast auch schon ein bisschen anhänglich und kuschelig, oder? Ja, aber das ist ja auch immer. Also er ist einfach, als ob Silvester nicht stattgefunden hätte. Das stimmt. So die Dinger, die er sonst macht, klar, die hat er auch. Aber es ist nicht außergewöhnlich daneben. Es ist einfach Duke. Ja. Fein hier. Ja? Dann gibt es das noch Futti und dann geht's wieder in die Box. Oh, habe ich das geschmissen? Oh nein. Jetzt machen wir dich aber wieder sauber, ne? Herr Sandy. Dieses Pferd riecht so gut. Das stimmt. So, jetzt gibt es hier nochmal Futti für Duke. Eins, zwei, drei. Heute kriegt er dann nicht die volle Ladung wie gestern. Fazit, ich meine, ist natürlich immer ein subjektives Fazit, weil man kann natürlich nicht exakt die gleichen Gegebenheiten haben, wie zum Beispiel letztes Jahr, um wirklich 100%igen Vergleich zu haben. Er will mehr. Das reicht. Erstmal das Essen, was das ist. Nein, das reicht nicht. Erstmal ein bisschen zu baselig. Das reicht nicht. Sag jetzt nicht, du isst das nicht, weil da ein bisschen Wasser noch mit drin ist. Er will es aus der Hand fressen. Aber es ist ja schon nass. Er muss das jetzt essen. Juppie. Nee. Duke, du isst das jetzt. Okay, erst mein Fazit zu Ende. Fazit, ich würde es immer wieder kaufen. Ich bin total begeistert vom... Also, ne, so wie es jetzt auf mich gewirkt hat, hat es wirklich auch richtig was gebracht. Ich bin begeistert. Tja, geil. Definitiv begeistert. Ja, es war jetzt ein bisschen blöd, weil Duke das mit dem... Ja, okay, er hat sich jetzt überwunden. Da war noch ein bisschen Restwasser im Trog und das fand er jetzt nicht so gut. Aber sonst kippen wir eben jetzt noch ein bisschen anderes Futter dabei und dann ist auch gut. Das riecht mega. Das riecht bis hierhin. Feini. Das ist der Wahnsinn, ne? Wie intensiv das riecht. Geil. Ja, du kannst ja jetzt ein bisschen mümmeln. Hier. Mümmel da jetzt. Horse. Vor allen Dingen, er bettelt und will das in der Tüte die ganze Zeit haben. Aber das ist er nicht. Bring mir ein bisschen Wasser. Du bist aber ein Schnaggel. Schmeiß mal eben noch zwei leckere rein. In das Wasser? Ja. Nee, jetzt will er doch. Wo die Tür zugeht, will er dann doch. Das Pferd ist einfach irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt ist das Leckerchen reingefallen und er frisst da jetzt gerade alles fein um das Leckerchen drumherum.
Da sagen wir jetzt echt gar nichts zu, ne? Ich würde manchmal gerne wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Ich auch. Nicht weglaufen, ne? Gut, das macht wirklich keinen Sinn, was du da tust. Süß. Ja, alles aufgenommen, würde ich sagen. Sehr gut. Möchtest du noch ausschlabbern? Hat gut geschmeckt, ne? Man muss einfach nur anfangen zu essen. So. Ja, und ich würde sagen, nachdem ich jetzt vorhin noch gesagt habe, ich würde total gerne hochreiten, so aus dem Bauchgefühl passt es auch total. Ich mache es zur Sicherheit nicht. Ey, ich kann nicht reden und gleichzeitig eine Jacke zumachen. Nö. Nee. Also, reite ich jetzt aber runter. Ja, weil die Jungs cool, alles wunderbar. Dann komme ich heute doch mal aus Pferd. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Los geht's. Hä? Da ist der Guli. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.